Old Times. Level 18. Hey, einen grünen und einen interessant aussehenden Löwen. Ohne Augen. Aber sie ist nicht blau. Sie hat anscheinend kein Defined Gear an. Auch ein heftiges Schild. Und für einen Magier ein heftiges Schild. Weil das ist ja ein Magier-Pet. Hi. Cast dich mal. Oh nein, ich will natürlich. Ich habe vergessen, mein Spellset hier zu wechseln auf eine Attack Spells. Na, aber gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Das Ding ankommen. Dann schicke ich mein Pet los. Der Mercenary ist ein bisschen früher losgerannt schon. Und dann kann ich noch ein bisschen draufballern. Natürlich Chain Boots wieder mal. Da ist noch einer. Okay, Old Times hat zurückgeschrieben. Ich sehe nur Zoroark UI. I don't understand yet. Ich wollte eigentlich nur wissen, warum sie kein blaues Zeug anhat. Oh, Mother Group. Sure, why not? I'm a noob, though. Zu mir und einen Party-Chat hier anmachen. Ich glaube, das war ein Party.
Okay, ich bin jetzt überfordert hier als Leader. Greifen wir jetzt nochmal das hier an, wa? Bade bin ich gelootet. Ach ja, ich wollte hier auch noch das Master Looter Window aufmachen. Do I know how to use Melody? Yeah, I do. But sometimes it stops and I don't notice. Na, das geht doch fix. Das geht super fix. Ich glaube, man kriegt auch Bonus Party XP an der Farmer. Oh, das ist 20. Also ich glaube, man kriegt auch mehr XP, wenn man in der Party ist. This is locked. Whatever. Oh.
Hi, I'm also a bit, was heißt überfordert? Ich sag einfach, also gotta get used to dual boxing. Much micromanagement. Oh, mein Wasserelementar ist wieder tot. Das ist doof. Jetzt habe ich euch meinen Wasserelementar erst ausgerüstet hier, ne? Level 18 mit dem Baden. Das geht echt, echt fix hier. Das geht echt fix. Da ist schon wieder einer. Ich weiß nicht, wie es später im Endcontent aussieht, aber so wie ich das jetzt bisher auch mitbekommen habe, sieht es fast so aus, also viele auch einfach nur grinden, ja. Einfach nur Monster killen. Und das Quests gar nicht mal so das Effektivste ist, weil WoW ist ja so, Questen ist am effektivsten für Leveln, also zumindest in der Zeit, in der ich gespielt habe. Und das reine Grinden, einfach mit Monster killen, war gar nicht mal so Leather Sleeves. Fine Steel Dagger. Okay, auch nur Müll. Why is your rope green? All stuff I find is only blue, purple.
Also das sind mir tatsächlich das meiste. Ne? Oh, okay, eine Robe ist vom Gildenmaster. Oh, I see. Thanks. Till when is this defined? Here I tend to find ich weiß noch gar nicht, was ich unbedingt so sagen will. Okay. Hier ist wieder einer, den wir machen. Ich mache hier ein paar Locken. Ein Zombie. Oh. Ja, Bracelet. Thank you. Ich sollte hier mal zu Hilfe kommen. Den Mercenary, der kämpft hier ganz alleine. Ich könnte natürlich noch den Ring ausrüsten. Hier unten. Warum gibt es nicht? Ah. Das ist natürlich ein Armband. Okay, das macht die Spells effektiver. Aber die Stats sind irgendwie schlechter. Was denn nicht? Das war gut. Außer das hätte ich ja Ahnung. Schon wieder Level, das geht echt fix. I guess I need to learn new spells on my mage. You seem to do a lot more damage.
Ein Wristplate. Ich habe kein Platz mehr. Das Level ging echt schon schnell so, ne? Ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen überfordert. Hier mit zwei Charakteren und dann noch der andere hier in der Gruppe. Oder vermutlich der andere. Ich muss den Mercenary aggressiv stellen, dann kann ich die auch besser pullen. Ja, weil sonst rennt der immer automatisch hier sofort drauf los. Und ich kann ihn nicht bisher ziehen.
Und Level 20. Also das geht echt schnell. Oh, falscher Spell. Müssen wir hier. Zeremonialwaffe. Ich gebe die mal dem. Ich mach mal hier alles auf random. Also ich habe ja hier keinen Platz mehr im Inventar, ne? Mit dem Baden. Ich habe halt auch keine Ahnung, was irgendwie... Also das ist schlechter definitiv. Kein Platz mehr. Ich habe auch keine Ahnung, was irgendwie viel wert ist und was nichts wert ist. Nein, ich möchte nichts färben. Fine Steel Short Sword. Auch kein Defiant Cheer, also auch wieder schlechter. Mein Rapier ist auch gar kein Defiant Zeugs. Ich kann hier irgendwie... Oh Gott. Irgendwie kann ich hier gerade nichts looten. Okay, sie sagt mir hier, if you camp and come back in or zone, your mercs will level up. Also das heißt, anscheinend bleiben die auf einem Level, solange ich nicht die Zone wechsle oder
mich neu einlogge. So, ich glaube, ich mache noch ein Level voll hier und dann... Oh, sie hat auch ganz gute Levels. Ich glaube, sogar Level 16 ist bei angefangen. Kann das sein? Ich glaube, ich mache noch das Level voll und dann gehe ich erstmal zurück in die Stadt oder mache sowieso mal ein Päuschen. Meine Augen machen schon wieder Faxen. Eine Runde joggen, bisschen Augen auf was Weites richten und dann schaue ich vielleicht, ob ich später nochmal reinschaue. Level 21. Und noch Level auf dem. Und auch noch ein Level auf dem Mage. So, lock mal den mal an hier. Back. Okay, geht auch so. Ja, keine Ahnung. Das Zeug wegschmeißen schon. Irgendwie ist es alles suboptimal hier, wie ich das mache. Oh, geht ja eigentlich. Mein Pad? Ach, da.
Oh, ich bin Level 21 auch auf dem. Ne? Okay. Den machen wir noch. Aber wenn die jetzt immer weiter pullt, dann komme ich hier gar nicht zum Dieven, ne? Auto Roll. Have to leave. Was nice to party with you. May I dip you? Schon wieder einer. Ja, ich komme hier glaube ich nicht zum Leben. Vielleicht komme ich zum Leben, wenn ich Level 30 bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt was Wertvolleres was wegschmeiße oder. Ach. Fine Steel Great Stuff. Ich glaube, den brauche ich doch bestimmt, oder? Der sieht tatsächlich ziemlich nice aus. Ja, der ist auch Zweihand, ne? Ne, die brauche ich gar nicht. Kann ich gar nicht ausrüsten. Ich glaube, ich lief jetzt einfach. Oh no. Gott. Yeah. Have a nice Sunday. Nette Leute. So, wo war jetzt hier? Hier war doch irgendwo. No. Friends. Players. Ich werde Bags zu machen. Players. Friends ignore. Friends. So, den Stab gebe ich auch noch mit Magier, der kann was tragen. Aber nicht im. Friends, wie hieß die noch gleich? Old Times. Old Times. Geaddet. Okay. Ja, das war doch effektiv. Wir haben 9 Level gemacht. In gar nicht mal so langer Zeit. Also wir sind wesentlich besser gelevelt als noch beim Tutorial. Diese Skelette, die wir da oben jetzt gekillt haben, die waren glaube ich Level 20. Level 20. Das heißt, wir haben die auch eine ganze Weile gekillt. Wo die noch wesentlich höher als wir waren. Also es scheint sich echt zu lohnen, Monster zu killen, die über dem eigenen Level sind. Was ist denn hier los? Party.
Gnome-Party. Mit meinem Gnome mal dazustellen. Swiss, Shani, Shep. Sie fangen alle mit S an. Entweder ist es eine tatsächliche Party oder vielleicht eine Vierer-Multibox. So, ich brauche doch auch noch Schlangen hier, ne? Ja, die Schlangen sind natürlich alle tot. Beef und Corps, Beef und Corps. Stack das. Wo ist ein Lore-Item? Kann ich nicht haben. Ja, ich könnte auch noch ein paar mehr Taschen oder vor allem größere Taschen gebrauchen. Was ich auf jeden Fall machen wollte, ist genau, ich wollte diese Brustplatte mal anziehen, auch wenn die schlechter ist als meine. Ja, die ist grün. Aber ansonsten sieht sie auch ziemlich doof aus. Das ist auch der gleiche Skin, ist die gleiche Textur, nur anders gefärbt. Ja, so richtig antören tun mich die Equipment-Sachen noch nicht. Ja? Nicht, dass man da jetzt hier sagt, oh ja, das sieht krass aus hier. Aber gut, ich meine, ich bin auch heute 21. Von daher, der sieht ein bisschen, weiß ich nicht, unvertrauenswürdig aus. Fine Bone Chips, oh, die geben richtig Kohle. Die geben Kohle. Oh, da gibt's Waffen. Bastard Sword. Das ist nicht besser als meins. Meinst du sogar besser? Das fühlt mich langsamer. Warhammer. Kite Shield. Ein Schild. Doch, für Bade ist das. Für Bade? Bade kann das anziehen. 5 Platinum. Round Shield, 1 Platinum. Auch für Bade. Unterschied 2 Armor Class. Aber wahrscheinlich sieht das Kite Shield ein bisschen besser aus. Ne? Tag Shield. 7 Bade. Ich kaufe mir direkt das Tower Shield. Oh, 100 Platinum, das kaufe ich mir nicht. Ja. Wooden Kite Shield. Hm. 7. Nee, ich kaufe mir das direkt das erste. Das hat irgendwie am attraktivsten gewirkt. Einfach nur, dass ich möchte einfach ein Schild haben. 5 Platin. Passiert nichts. Your inventory appears full. Okay, dann räume ich das erstmal aus.
Das ist zum Sockeln. Das muss ich auch dem Magier geben. Das bringt Mana, wenn man das sockelt. Den Malachit kann ich auch dem Magier geben. Was habe ich jetzt gemacht hier? Okay. Also manche Sachen geben quasi kaum was. Also wenn irgendwas zum Beispiel nur schon fast Silber, lohnt sich eigentlich fast nicht. Aber wenn irgendwas nur Copper gibt, also diese roten hier, das lohnt sich eigentlich echt nicht, das mitzunehmen, das Lobe ist. Eigentlich müsste man jetzt gleich die Loot-Liste anpassen, aber das ist halt auch echt aufwendig. Ne? Wenn man die Loot-Liste ordentlich pflegen will. Das kann ich alles nicht. Doch hier. So, jetzt sollte ich mir das Kite-Shield kaufen. Wo ist es hin? Hier. Ja, schöne matschige Textur. Besteht wahrscheinlich aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 8 Pixeln oder so. Ja. Aber gut, es sieht nicht so toll aus, aber immerhin Schild. So, das gebe ich dem Magier und den Malachit mit. Hat der noch irgendetwas, was der andere gebraucht? Nein, nicht unbedingt. Ja, dann kann man so traden. So, dann gebe ich noch hier, da bin ich ja gleich bei dem Dude hier, die Mushrooms kann ich ja ihm immerhin noch geben. Das ist wahrscheinlich hier ein Heiltränkchen. Und haben wir XP bekommen, ein bisschen XP, aber ich bezweifle, dass irgendetwas. Da achte ich gleich nochmal mit dem Magier drauf, weil es ist ja sowieso irgendwie ein Level 1 Quest gewesen. Und anquatschen können wir ihn auch noch wegen den Spiders. Ah, jetzt kann ich mal gucken. 68,03%. 68. Ich habe angeblich Experience bekommen, aber immer noch 68,033. Sprich, und wieder so ein Heiltrank. Nee, da kannst du Tonic, das ist was anderes. Nee, Elixir of Health, Healing Potion. Nee, beides verschiedene Heiltränke. Aber dann. Ich kann das Schlangenfest definitiv abbrechen. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. So, mit dem Magier gebe ich noch die Pilzchen ab. Ah, hier habe ich jetzt 0,05 XP bekommen. 0,05%. Ja. Ich könnte wenigstens diese Getränke verkaufen. Das muss ich jetzt hier alles wegschmeißen. Lissy's Locket. Ein Quest-Item. Aber ich habe keine Ahnung, was für Quest. Das kann ich auch nicht mehr verkaufen. Das konnte ich auch nicht verkaufen.
den übrig gebliebenen Pilz hier ab. Mal gucken, ob ich jetzt noch die Beiträge verkaufen kann. Nein, kann ich auch nicht. Dann schmeiße ich die Snake Sacks weg und die Heiltränke weg damit. Ich wollte doch den Rabattgut hier diese beiden Sachen geben. Trade. Gabadut has cancelled. Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Trade. Duplicate Lore Item. Ich hab das schon auf dem Gabadut. Dann hau ich's doch hier einfach irgendwo anders rein. Ja, so. Aber die Malachit kann er gebrauchen, definitiv. Die sind ja zum Beschwören von Elementaren. So, dann verkaufen wir hier noch die Sachen. Also der ist ja eigentlich ganz cool aussehen, ne? Aber der war gefällt mir. So einen fetten Einhandhammer und dann noch irgendwie ein Kestus oder wie die Dinger heißen. In der anderen Hand. Falscher Charakter. So, Fine Steel Short Sword. 5 Platinum. Das lohnt sich. Crude Defined Cloth. Quest Cloth. Chain Boots. Das Head Ornament kann ich nicht verkaufen, aber ich glaube nicht, dass ich mir nahe Zukunft diesen Slot für schätzungsweise 30 Euro holen werde. Damit ich Appearance, Aussehens Sachen sockeln kann. Ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Vermutlich würde ich mir vorher eine reguläre Subscription holen. Was auch immer die bringt. Da muss ich mich nochmal genauer informieren. Oh! The Farmer's Hoe, dieser Rechen. Bringt 6 Platinum. Und Chips. Dieses Jade Bracelet, was ich hier bekommen habe von ihr, von Old Times, mit der wir gerade gelevelt haben. Da steht Temporary da oben. Eventuell ist das was gecastet ist. Vielleicht verschwindet das wieder. Deswegen behalte ich hier nochmal meine Defined Close Wrist Wrap. Das war's dann eigentlich. Snake Scales kann man verkaufen. Und jetzt dürfte das gewesen sein. Kobold Wrist Wraps. So ein neues Lieblingswort, glaube ich. Wrist Wrap. Blooming Deep Kobold Wrist Wrap. Aber wir fangen an zu schielen. Oh, es wird Zeit. Also, ich finde, wir haben auch viel erreicht. Ja. Hier angefangen in der Welt nach dem Tutorial.
Mit Level 12 auf beiden Charakteren. Jetzt sind wir Level 21. Wir haben 2 Noob-Quests gemacht. Dafür haben wir viele Untote geschnetzelt. Ja, und der Plan für das nächste Mal ist definitiv mal neue Spells kaufen. Das machen wir ja immer irgendwie, wenn wir den Stream anfangen, das Video anfangen. Und größere Taschen. Ich brauche größere Taschen. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht starte ich später nochmal eine Aufnahme. Jetzt gehe ich erstmal raus und laufen. Na gut, bis zum nächsten Mal.